Im Namen Gottes, Quelle des Lebens, im Namen Jesu Christi, Grund unserer Hoffnung, im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die uns belebt und erneuert und ruft. Amen. Sie hat es sich quasi selbst aufgeladen, in den Nacken ihres Talares eingestickt, ihr Leitwort. Denn in ihm leben, weben und sind wir, so wie wir es in der Apostelgeschichte geschrieben finden. 2 Jahre lang hast du, Anja, mitgelebt und mitgewebt in dieser Auferstehungsgemeinde. Du hast Fäden aus unserem bunten Gewebe aufgenommen, hast neue eingefügt. Das gerade in schweren Zeiten, was dein getan hat, dass wir die Schönheit der Texte, aber auch der Textilien und der vielen anderen Dinge nicht aus dem Blick verlieren. Darum freuen wir uns aus vollem Herzen, wenn wir dich heute in unserer Mitte zur Pfarrerin ordinieren. All das, was uns jetzt durch den Kopf geht und durch das Herz, bringen wir vor Gott im Gebet. Jetzt, Gott, nichts als du. Nirgends sonst als hier. Nichts mehr als dein Wort und unsere Antwort. Unsere Furcht und Unruhe weichen, denn bei dir sind wir aufgehoben, der du mit uns bist, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Fürchte dich nicht, du bist bei Gott aufgehoben. Mit dieser Ermutigung des Engels gehen Sie nun Ihrer Ordination entgegen, liebe Frau Bremer. Lange haben Sie sich auf diesen Tag vorbereitet mit dem besonderen Masterstudiengang der Theologie, dem Vikariat, dem erfolgreich bestandenen Examen. Es ist schon eine besondere Anstrengung nötig, wenn man die Verkündigung von Gottes Evangelium und Liebe zu seinem Beruf machen will. Nun haben Sie mit dem Eintritt ins Vikariat ja nicht bei Null angefangen. Wir kennen Sie schon lange, denn Sie hatten zuvor schon einen ordentlichen Beruf erlernt und waren mit Ihren Gaben in unserer Landeskirche schon vielfältig tätig. Aber nun übernehmen Sie umfassend Verantwortung für Verkündigung und Seelsorge, für Schule und Konfi-Unterricht, für Kasualien und die Begleitung von Menschen, die Ihnen in der Gemeinde begegnen und Ihre Unterstützung brauchen, gerade da, wo es wesentlich wird im Leben. Denn gerade da, wo es wesentlich wird im Leben, da ist unser Zeugnis in besonderer Weise gefragt. Das ist auch so in einer Zeit, in der gesellschaftlich und innerkirchlich vieles im Wandel und im Umbruch ist, wie wir das gerade so sagen. Wir sind
mit den Menschen unterwegs. Wir wollen die gute Nachricht so sagen, dass sie unter den heutigen Lebensbedingungen gehört wird und die Menschen tröstet und ermutigt, dass sie heute versöhnt und verbindet, dass sie Menschen heute Kraft gibt, Verantwortung im Geist Jesu Christi zu übernehmen. Darin mitzuwirken, dazu haben Sie sich entschieden, auch wenn dieser Dienst manchmal sehr unübersehbar und uferlos und manchmal auch vergeblich erscheint. Sie folgen dem Ruf Gottes, der ja nicht nur Anspruch, sondern auch Zuspruch in Jesus Christus ist. Durch die Taufe sind wir alle hineingenommen in Gottes rettendes Handeln. Der will, dass wir nicht verloren gehen, dass seine Welt nicht verloren gehen und dass wir uns nicht verlieren im Vorläufigen dieser Welt, uns nicht ängstlich klammern an das, was uns vermeintlich Sicherheit gibt, sondern dass wir uns halten an den, der uns das ewige Leben versprochen hat. Wir sollen unseren Dienst als treue Haushalter und Haushalterinnen tun, so wird uns im ersten Petrusbrief gesagt, und das so gut wir können. Aber dass die Kirche Jesu Christi unter uns aufgerichtet ist, dass das Evangelium läuft, dass Gottes Reich wächst, das hängt nicht wesentlich an uns, sondern an Gottes Geist und Wollen. Darum fürchte dich nicht. Getrost und unverzagt sollen und dürfen sie ihren Dienst gestalten. Zu den Menschen gehen in Liebe und ohne Furcht. Das Wort von der Versöhnung predigen, die Nähe Gottes im Sakrament weitergeben, an der Gemeinde Jesu Christi bauen und selbst erbaut werden. Unsere Kirche freut sich auf Sie und das, was Sie einbringen. Herzlich willkommen. Worte der Heiligen Schrift zum Dienst der Verkündigung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern wie der Himmel höher ist als die Erde, sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder darin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Von euch in der Würze schreibt der Evangelist Matthäus: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt.
Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Liebe Gemeinde, liebe Frau Bremer, aus der Heiligen Schrift hören wir, welchen Auftrag und welche Verheißung Christus seiner Kirche gegeben hat. Das zu bezeugen, ist uns allen aufgetragen. Dich, liebe Schwester, ordinieren wir nun aus unserer Mitte zu dem besonderen Dienst der öffentlichen Verkündigung. Du wirst berufen, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen unserer Kirche bezeugt ist, und der Gemeinde mit Taufe und Abendmahl zu dienen, wie sie Jesus Christus eingesetzt hat. In Gottesdienst, Seelsorge und Unterricht sollst du am Aufbau der Gemeinde mitwirken, für die Einheit der Kirche eintreten und zum Dienst in der Welt ermutigen. Wahre die seelsorgliche Schweigepflicht und das Beichtgeheimnis, nimm selbst Seelsorge in Anspruch und vertraue dich im Gebet Gott an. Du stehst in der Gemeinschaft aller Mitarbeitenden in der Kirche und wirst in deinem Dienst von der Fürbitte der Gemeinde begleitet. Vertraue darauf, dass Gottes Verheißung dich trägt und sein Heiliger Geist dir beisteht. So frage ich dich, Anja Bremer, bist du bereit, dieses Amt zu übernehmen? So bezeuge es vor Gott und dieser Gemeinde mit deinem Ja. Ja, dazu helfe mir Gott durch Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Im Gehorsam gegen den Auftrag, den der Herr seiner Kirche gegeben hat, und im Vertrauen auf seine Verheißung berufen wir dich zum Dienst im Amt der öffentlichen Verkündigung. So wollen wir für dich beten und dich segnen. Lebendiger Gott, wenn wir heute Anja Bremer zur Pfarrerin ordinieren, sehen wir dich in unserer Mitte. Dein Geist, der unter uns Unruhe stiftet, denn er will uns anstiften, deine Liebe wach zu halten unter uns. Bewegen willst du uns in dieser Welt etwas in deinem Namen zu bewegen. Der Geist der Taufe liegt uns in den Ohren und auf dem Herzen, bis wir Antwort geben wie heute Anja Bremer. Segne sie mit deinem Geist, er mache sie verrückt danach, dein Wort in diese Welt zu sprechen, deine Gegenwart in dieser Welt mit den Menschen zu teilen und an Glaube, Hoffnung und Liebe festzuhalten. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Anja Bremer, der Herr segne dich. Er segne deinen Dienst an allen, die dir anvertraut sind. Der Segen des dreieinigen Gottes komme auf dich und bleibe bei dir, jetzt und alle Zeit. Amen. Anja, geh hin im Segen Gottes, im Vertrauen auf das Wort Jesajas, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Anja, Gott, unser Schöpfer, segne dich. Er segne dich mit Mutanfällen, wenn dein Herz klopft, und er breitet seinen Mantel weit über dir aus. Er segne dich mit allen Farben seines Regenbogenversprechen. Er segne deine süßen Füße, die dich durch dein Leben tragen, und er lasse dich Farbe in das Leben anderer bringen. Er lasse sein Licht leuchten über dir, in dir und durch dich und schenke dir Kraft, so viel du brauchst. Er säume deinen Weg mit seinem Blitzer. Er lasse es an dir haften und er freue sich über dich, über dein Geschöpf, über seine wundervolle Tochter. Amen. Gott segne dich, liebe Anja, mit Kreativität,
und schlichter, mit Lebensfreude und stillen Momenten, mit Fülle und Genügsamkeit, mit Mut und Respekt. Sie schenke dir in all deinen vielen Möglichkeiten ein gutes Maß für dich und für andere. So segne dich, der dreieine Gott, der dir das Leben jeden Tag neu schenkt, es in Liebe begleitet und mit Lebenskraft erfüllt. Amen. Christus spricht: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Geh hin im Frieden. Und dann darf ich auf jeden Fall die Urkunde des Landesbischofs zur Ordination überreichen. Mit Hofnix, genau. Liebe Gemeinde, in der Verkündigung derer, die dazu ordnungsgemäß berufen sind, sollt ihr das Wort Gottes suchen und hören. Lasst euch ihren Dienst gefallen. Steht ihnen bei und betet für sie. Prüft ihre Worte an der Heiligen Schrift und dient zusammen mit ihnen zum Aufbau der Gemeinde. Ihr alle seid durch die Taufe dazu berufen, den Glauben vor der Welt zu bezeugen. Gott schenke euch dazu seinen Geist. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Der da ist und der da war und der da kommt. Wenn ich besonders gut gespielt hatte, und tatsächlich hatte ich von Telemann als Kind noch gar keine Ahnung, durfte ich bei der wöchentlichen Flötenstunde eine besondere Förderung genießen. Es fiel mir leicht, Griffe, Fingerfertigkeit und Melodien zu erlernen. Viel spannender fand ich aber diese ganz andere Welt, in der ich dann war. Meine Flötenlehrerin lebte nämlich nicht so, wie ich das von zu Hause kannte. Zum Unterricht zu gehen bedeutete für mich als Kind, einzutauchen in etwas ganz anderes. Über den Tellerrand zu blitzeln, Abenteuer zu entdecken. Frau Pollett hielt Schafe und verarbeitete die Wolle an Spinnrad und später an einem großen Webstuhl.
Ob der Webstuhl wirklich das ganze Zimmer einnahm, wie es mir als Achtjährige vorkam, das will ich heute nicht beschreiben. Aber dieses riesige Holzgestell mit all den Fäden und Tritten imponierte mir sehr. Und wenn ich nun also an der Blockflöte gefördert wurde, musste ich mich dazu in das Webstuhlzimmer begeben, um einzeln zu üben. Dort setzte ich mich auf die Webbank, legte meine Noten auf das Werkstück und flötete einfache Menuette in C-Dur über die Fäden hinweg. Und hatte noch keine Ahnung von Kette, Schuss und Schiffchen. Das Weben von Stoffen gehört zu den ältesten Handwerken der Menschheit. Schon vor Tausenden von Jahren stellten Menschen Gewebe durch das Verkreuzen von Fäden her. Verblüffend übrigens, dass sich daran bis heute nichts geändert hat. Trotz der rasanten Entwicklung der Webstühle und Webmaschinen, vor allem in der Zeit der Industrialisierung, werden Jeans und Hemd noch nach demselben Grundprinzip hergestellt, wie schon die Umhänge unserer Vorfahren. Mit Kette, Schuss und Schiffchen. Mit solch einem gewebten Umhang über den Schultern stelle ich mir Paulus in Athen vor. Er kommt mit Einheimischen ins Gespräch, gebildet sind sie und kunstbeflissen, die Athener. Jeden Augenblick könnte so eine antike Version des Philosophen Richard David Precht um die Ecke kommen, gut aussehend, wohl situiert und sprachlich eloquent. Wahrheitssuche darf in Athen gern unterhaltsam sein. Wo du schon mal da bist, beeindrucke uns, wenn du kannst, sagen die Gesten und Gesichter. Was hast du zu sagen über Gott und das Leben, Paulus? Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: Ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mit mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand: Für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist Gott fern. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Kein Kettfaden kann ohne Schuss zum Gewebe werden. Und ein Schussfaden braucht Kettfäden, um sich mit ihnen zu kreuzen, eine belastungsfähige Verbindung einzugehen, sich verweben zu lassen. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Gott, das glaube ich, ist die Quelle des Lebens. Und wir Menschen sind hineingewoben ins große Ganze. In ihm leben, weben und sind wir. Du und ich, wir sind ein Teil des großen Wir, des sozialen Ganzen von Anfang an. Dabei lautet der Grundton, den Gott anschlägt: Siehe, es war sehr gut. Und die Würde des einzelnen Menschen ist unantastbar. Nicht umsonst ist das der erste Artikel unseres klugen Grundgesetzes. Gerade in dieser Zeit, die uns derart mit unserer Verletzlichkeit konfrontiert, gilt es, unbeirrt die Spannung der Kettfäden immer wieder zu regulieren. Würde ist Menschenrecht. Der Mensch hat ein Recht zu leben, zu lieben, zu begehren, ein Recht zu arbeiten, alt zu werden, würdig zu sterben. Er hat das Recht,
dass sein Körper vor Krankheit geschützt wird, aber auch, dass die Seele nicht verdurstet vor lauter verlorener Zärtlichkeit. Er hat ein Recht, für sich zu sorgen und andere zu tragen. Das alles ist von Anfang der Schöpfung an in Gott aufgehoben. In ihm leben, weben und sind wir. Geborgen auch mit unseren Ängsten und Sorgen. Und was macht Gott? Er nimmt immer wieder den Faden zu uns Menschen auf, will, dass wir uns verkreuzen mit ihm und untereinander. Tragfähiges Tuch, weicher Teppich, verbindendes Band, Kette, Schuss und Schiffchen, Hoffnung, Zuspruch und Solidarität. Auch so ist Gott keinem von uns fern. Und was ist meine, was ist unsere Lebens- und Lebensaufgabe als Menschen? Gemeinsam leben und weben wir doch in diesem Erdenhaus. Nur gemeinsam weben wir das Lebenstuch, so wie Gott es sich für seine gute Schöpfung erdacht hat. Arm und reich, die Älteren und die Jüngeren, die Gruppen mit mehr und die mit weniger Risiko in dieser Pandemie. Wir lernen derzeit eben auch, dass es nur zusammen geht. Und wir leiden darunter, wo diese Solidarität, unser Zusammensein bedroht ist. Wenn Ängste zu groß werden, wenn die eigene Hoffnung auf das Gute reißt, wie ein Faden im Gewebe, dann braucht es benachbarte Kettfäden, die stabil mittragen. Schussfäden, die über das Loch hinweggehen und manchmal einen Knoten im Gewebe, der neu anknüpft, wo etwas zerrissen ist. Solidarität erhält Frieden ganz konkret. Wir erleben gerade, was wirklich trägt, wenn der Alltag, unser wohl eingerichtetes Leben durcheinander gerät. Kette, Schuss und Schiffchen. Leben, Weben, Sein in Gott. Dadurch entsteht Neues. Wenn wir als Christinnen und Christen unsere Hoffnung hineinweben in das öffentliche Leben, von dem sprechen, was uns trägt, auch durch die Zerreißproben des Lebens hindurch, dann sind wir schöpferisch tätig. Gestalten wir die gute Schöpfung Gottes jeden Tag neu mit. Leben, weben und sind wir. Und laden andere dazu ein, den Hoffnungsfaden für ihr Leben, vielleicht sogar zum ersten Mal, aufzunehmen, anzuknüpfen, ihr ganz persönliches Muster hineinzugeben. Ich stelle mir vor, dass Gott selbst keine Ahnung hatte, wie man eine Welt erschafft. Er hatte das ja auch noch nie gemacht. Deshalb finde ich, jede und jeder kann etwas versuchen, sich einbringen als seine Schülerinnen und Schüler am Webstuhl des Lebens. Leben, Weben, Sein, dort, wo wir gerade sind, mit dem, was uns bewegt. Wir können ein Kind trösten, einen Gugelhupf backen, wählen gehen, ein freundliches Wort auf den Lippen tragen, eine Tür öffnen für einen Fremden, einen Kranken besuchen oder eine Karte schicken. Aufstehen gegen rechts und gegen alles, was ein respektvolles Miteinander, was Solidarität behindert. Vielleicht gelingen uns diese Dinge nicht gleich, aber dann versuchen wir es noch einmal. Irgendwann gelingt etwas und alles, was wir dazu brauchen, ist ein bisschen Mut. Im letzten Herbst habe ich übrigens meinen Mut zusammengenommen und wirklich damit angefangen. Eine Kette zu scheren ist eine Heidenarbeit und den Schussfaden gleichmäßig fließen zu lassen, erfordert viel Übung. Nun führe ich das Schiffchen und lasse Faden um Faden sich kreuzen, um ein tragfähiges Stück zu erschaffen. Vielleicht eine gute Übung für eine frisch ordinierte Pfarrerin, die sich in ihren Talar das Pauluswort vom Areopag hat hineinstecken lassen. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Amen. Schenke mir
Lasst uns miteinander und füreinander beten. Wo du auf uns setzt, Gott, öffnen sich Räume. Leben wir mit dir und miteinander. Gehen wir aufrecht durch die Zeit. Wo dein Geist weht, Gott, breitet sich der Frieden aus. In unseren Herzen und in den Ländern dieser Welt. Lass uns gemeinsam im Geist Jesu Christi beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, jetzt ist alles beisammen. Liebe Anja, ich wollte es eigentlich nicht durch die Blume sagen. Im Heidelberger Petersstift, wie kann ich das dann jetzt anders machen? Vielleicht räume ich die einmal kurz zur Seite. Im Heidelberger Petersstift, das heißt in unserer Theoriephase, wir waren ja in der Ausbildung zusammen, hast du mal gesagt, das ganze Vikariat sei für dich eine große Demutsübung. Und dieses Wort Demutsübung, das habe ich mir gemerkt, weil Anja Bremer das so performativ ausgefüllt hat. Sie hat das wirklich gelebt, diese Demut. Und das hat sie so gut hinbekommen, das hast du so gut gemacht, dass das unser Kurs, unsere Kollegen und ich selber oft gar nicht mehr gemerkt haben, dass du an einem ganz anderen Punkt in dieses Vikariat gestartet bist als wir, nämlich als eigentlich gestandene, erfahrene Kirchenfrau. Und so haben wir auch oft gar nicht gemerkt, dass deine Reise ganz anders sich gestaltete als viele von unseren. Und wer wollte und ab und zu mal einen Schimmer von deinem Licht erhascht hat, dem hast du dich gerne daran teilhaben lassen. Aber dein Licht auf einen großen, prahlenden Leuchter gestellt, das hast du nicht. Aber spätestens jetzt, spätestens heute mit deiner Ordination ist time to shine. Zeit, dein Licht leuchten zu lassen, wie wir es vorhin auch gehört haben in der Lesung. Und bei der Ordinationsrüste kürzlich hattest du schon gesagt, dass dein Weg unter der Überschrift steht, Shine bright like a diamond, leuchte wie ein Diamant. Und passenderweise hatten wir als Kurs zu diesem Zeitpunkt schon unser Dankeschön für dich organisiert. Und es ist etwas zum Leuchten. Wir wollen uns nämlich ganz herzlich bei mir alles aufregend, bei dir bedanken, dass du unsere Kurssprecherin warst. Wir wollen Danke sagen für all deinen Einsatz, der auch oft Demutsübungen im Verborgenen lief und dort auch blieb. Danke für all die Absprachen, die du getroffen hast mit allen Dozierenden, mit allen Verantwortlichen im Haus und das immer in unserem Sinne. Danke, dass du deinen Kopf hingehalten hast, als wir aus Versehen am Stiftswochenende eine Wand und einen Boden im Stift demolierten. Danke für alle Organisationen, für jedes Kursgeschenk, für jede E-Mail und für deine zugewandte Ansprechbarkeit. Wir konnten und schätzen uns immer noch sehr glücklich, dass wir dich in unserem Kurs hatten und dass du unsere Kurssprecherin warst. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich möchte jetzt wieder Rede gehalten zum Thema Demut. So demütig war sie denn doch immer nicht. Danke für den Applaus. Ja.
Und zwar, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wie das dann so sein kann. Da standen wir in der Sakristei, es war Weihnachten und unsere Krippe hatte Zuwachs bekommen. Und sie sah das Schaf und sagte dann, ganz demütig, weiß ich nicht, so eins will ich haben. Und es ist schwierig, sich Anja und ihren Wünschen und Meinungen zu widersetzen. Und darum kriegt sie heute so ein Schaf. Wir haben die Künstlerin extra beauftragt, dass sie eins bekommt. Und keine Widerrede, du bekommst es jetzt. Dieses Schaf möge dich an die Gemeinde, an die Zeit hier erinnern. Ich habe schon viel geschrieben und gesagt dazu, das tue ich jetzt nicht mehr. Aber noch eins, dieses Schaf ist weder weiß noch schwarz. Denn das ist eine theologische Aussage. Du wirst sowohl in der Auferstehungsgemeinde nicht nur weiße Schafe gefunden haben und auch in Bickensohl und Bischofingen wirst du auch nicht nur weiße und nicht nur schwarze Schafe finden, sondern, wie das mit uns ist, alles graue Schafe. Und damit musst du leben und dieses Schaf soll dir symbolisch mit auf den Weg gegeben werden. Bäh. Thema Bewahrung der Schöpfung. In keiner Gemeinde, die ich bisher kennenlernen durfte, habe ich das so pulsieren und leben und tatsächlich auch weben gespürt wie hier an der Auferstehungskirche. Und deshalb wollte ich gerne ein symbolisches Geschenk machen und habe mich gerne angeschlossen der Aufforstung hier in Freiburg mit drei Eichen, die uns jetzt auch, wenn sie wachsen, weiter verbinden werden. Und vielleicht haben Sie Lust, da mal hinzufahren und zu schauen. Die sind nicht beziffert, aber irgendwie werden Sie das wahrnehmen, dass da aufgeforstet wird. Es wächst und blüht zwischen uns weiter oder, wie es die Lyrikerin sagt, hinter uns her. So, lieber Herr Wegner, Herr Lehrpfarrer, wenn du noch mal eben um die Ecke gucken könntest. Bitte mit aufstehen. Lieber Jörg, ich möchte dir Danke sagen für die Zeit, in der du mir den tatsächlich mutmachenden Mantel um die Vikarin und Schulter gelegt hast, damit ich nicht vergesse, wer ich schon längst bin und nicht erst noch werden muss oder mich ganz klein mache, wie es vielleicht an mancher Stelle in der Ausbildung, das heißt von kirchenleitender Seite, da hast du mich von Anfang an mir Raum gegeben und mich stark gemacht. Mit deiner, inklusive deiner Ironie über meine Art, meine Demut und so weiter. Ich durfte auch nicht zu groß werden, hallo, ist klar, wichtig. Nichtsdestotrotz habe ich mich in ganz vielen Dingen mit dir sehr verwoben gefühlt und auch mit der lieben Gabi. Ich glaube, dass wir in diesen zwei Jahren einen sehr guten Weg gegangen sind und ich mich sehr gut hier aufgehoben gefühlt habe und lernen konnte in vielen Dingen und mich auch ausprobieren durfte. Ich habe tatsächlich an euch etwas mitgebracht, was eine Verbindung darstellen soll zu meinen Gemeinden, die ich jetzt komme. Und ihr habt ja mir erzählt, ihr wart schon im Kaiserstuhl und habt euch mal umgeschaut, wo ihr künftig auch vielleicht kulinarisch unterwegs sein werdet. Und deshalb lade ich euch herzlich ein zu einer Frühlings-Online-Weinprobe mit Bickensohler Weinen, die heute auch tatsächlich direkt aus Bickensohl gekommen sind. Eingepackt mit einem von mir eigens angefertigten Wein.
Band, selbst gewebt natürlich am Band, Webstuhl, weil ich weiß, dass Jörg, du sehr folkloristisch auch unterwegs bist und vielleicht das auch zu einem deiner Instrumente verwenden kannst. Passt. Und ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen und auch dort weiter weben werden an dem, was wir angefangen haben. Shades of Grey. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Amen. Geht hin mit dem Frieden Gottes im Herzen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden.